mich auch. So, ich habe eine kleine Liste nebenbei laufen, weil ich nicht alle 60 Schätze auswendig kenne. Gut aus. So, es sieht jetzt ja aus, als ob wir fast schon was gefunden haben. Und wir sollen jetzt mal ein bisschen klettern. Er hat das wohl gebaut. Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Ja. Was gefunden? Bis jetzt nicht. Ich mach mal die Spieletipps wieder ein, weil ab und zu sind da echt nette Sachen, wie wir da sagen. So. Weiter geht's. Pass auf da oben! Wir sind so, der Nathan Drake ist so. Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Na, das stimmt da nicht. Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Das machen wir. So, aber. Ey. Ich muss hier runterfallen. Normalerweise sollen wir rechts weiter. Aber wir springen aber kurz nach links. Meine Güte, du bist blöd. Den stelle ich mich gerade vor, den ich doch jetzt. Und zwar hier ist der nächste Schatz. Der Silberapfel mit Edelstein. Und dann geht's weiter. Wir ganz normalen Weg. So. Ich merke gerade, bei Uncharted 1 läuft das ein bisschen schneller als bei Uncharted 2, muss ich ehrlich sagen. Also Unterschied ist auf jeden Fall. So, jetzt. Und dann sollen wir mal drücken. Gut gemacht, Kleiner. Und rein in die Höhle. Oh, oh. Boah. Boah, jetzt sind wir in irgendeiner Ruine gelandet. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Huh? Das und... ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Huh? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Jo. Weiter geht's. Die Spanier haben echt viel Mist da gemacht. Einmal hier links um die Ecke. Und zack, hier habt ihr den nächsten Schatz. Den Goldring von Ornamenten. Mit Ornamenten, nicht von... Da willst du, oder? So, um darüber zu kommen. Eigentlich mache ich ja fast hier ein Let's Play, wenn man ein Erklärungsspiel, wie man das Spiel durchgespielt. Naja, ich bleib bei dem Let's Play fertig. Ja. Los, Sully, du starker Held, mach die Tür auf. Sie von innen zu blockieren.
Okay, lass los. Das müsste halten. Mach schnell, Sully! Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Wie gesagt, ich rede nicht viel, weil die reden selber im Spiel ziemlich viel. Und ihr solltet die ganze Geschichte und alles mitkriegen. Ja. Also ich kenne das Spiel in- und auswendig. Weil ich hab's viermal durchgespielt. Ja, wegen all der Trophäen halt. Und jetzt? Deswegen habe ich das. Das konnte ich von mir sagen. Ja, und abseilen. Ah, Schüsse, ne? Wow. Oh, komm runter, Sully. Eigentlich finde ich das Spiel eigentlich relativ geil gemacht. Ein typisches Jump-and-Run-Spiel, würde man sagen. Mit Action ohne Ende. Also im zweiten Teil ist es echt extrem. Also finde ich richtig geil gemacht. Aber wie gesagt, werde ich euch hier nicht viel darüber verraten. Die meisten kennen es sicherlich selber oder haben schon andere Videos gesehen. Ihr werdet das später dann selber von mir auch noch sehen. Ich weiß nicht was. Halt, die Zeichen kenne ich doch. So, gucken wir mal rein ins Buch. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Ich weiß immer noch auswendig. Ihr habt es einmal gesehen. Der erste ist der hier. Hey, da passiert was. Oh, ich weiß es jetzt gerade doch nicht. War der nächste oder? Nee, der da. Oh, du bist echt der Blaue. Ah, so komme ich gar nicht da hoch. Machen wir es mal so. Cool. Okay, das wird auch nicht klappen. Ich bin erstmal rein. Ja, wie gesagt, den Nathan Drake hier, den spielen wir dauerhaft. Das ist wie so ein Kletterappell. Der Hangel springt und das weiß ich alles. Und macht man schon nicht die Sachen, die ich will. So, und zack. Schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ja, ich seh's mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Die funktioniert immer noch in den alten Ruinen. Sehr erstaunt. Hey, gut auf da unten. Selbst hier gibt es riesige Schalter. Und
Drake, sein Gestöhne, oh Gott, das nervt auch. Und nach einer Zeit ziemlich. Das ist wenigstens im zweiten Teil nicht mehr so. Also so extrem. Ich verrate viel zu viel, glaube ich. Es gibt Schlimmeres. So, dann kommen wir hier einmal zum nächsten Schatz. Und zwar hier. Rechts. Jetzt bin ich nass. Da liegt er. Der Silber. Was ist das? Silbernes Armor. So, Sprung. Müssen wir hier wieder rumklettern. Wie gesagt, wir suchen Eldorado. Es soll so ein goldener Schatz sein. Oder die goldene Stadt, eher gesagt. Finden werden wir sie finden. Oder werden wir. Geschafft! Ja. Ich bin jetzt drin! Werden wir sie finden oder nicht? Das werden wir alles noch erfahren. So! So einfach öffnet man Türen! Man benötigt keine Schlüssel mehr. Ich nehme den hier. Okay, weiter geht's. Ah, sieht sicher aus. Ich hab's geschafft! Nichts passiert! Ne, das ist den einfachen Weg, ja, genau. Das will ich danach auch hoffen. Tja. Victor O'Sullivan, du steckst eh in Schulden. Eigentlich musst du eher nach Glück wünschen. Ob Nathan Drake gut geht, weiß ich gar nicht. Von ihm erfahrt man eigentlich nicht so viel. Oh, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine Riesengoldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. Eldorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Ja, und die folgen wir dann auch. So, aber erstmal einmal kurz umdrehen. Oh, ah, ihr seht es schon, die Münze. Zack. Inka-Ohrring mit Silbermuster. Schatzsuche Anfänger. Ey, nächste Trophäe. Sprung. Sieht auch ein bisschen gay aus. Naja, wir sollen den Schleifspuren folgen. Mal gucken, wo es hinführt. Aber jetzt wissen wir, Eldorado war keine goldene Stadt, sondern eine Statue. Ah, hier hören sie auf. Die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja, die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Ja, und jetzt gehen wir noch nicht, also wir springen mal ein bisschen, ihr seht das Sand schon blinzeln. Einmal über die Säulen rüber und zack, da ist die nächste, ist der nächste Schatz. Die silberne Schildkröte. So, und ab hier ist, kommt das nächste Kapitel und ab hier mache ich jetzt wieder einen Cut, bis das nächste Kapitel angezeigt wird. Oder eher gesagt... Halt, Sally, hörst du das? Na, sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Wie gesagt, ab hier mache ich Cut.
und sagt bis später oder nachher.